Herzlich willkommen zu einem elektrischen Abenteuerausflug zu Europas höchstem Vulkan. Und wir suchen auch... Gina? Ich bin hier mit meinem Kumpel Philipp von München bis nach Sizilien gefahren, dank der MBW Mobility Plus Ladekarte und App, mit der man jetzt nicht nur in Deutschland, Österreich und der Schweiz laden kann, sondern auch in Frankreich, den Niederlanden und eben Italien. Es hat alles super geklappt bisher. Auf der Insel konnten wir zuverlässig unser Elektroauto voll machen. Und jetzt wollen wir mal sehen, ob wir noch genug Saft im Tank haben, um Europas höchsten Vulkan zu bezwingen. Das ist der allergeilste Ausblick, den ich jemals von einem Hotelbalkon hatte. Links das Meer und rechts der Ätna, Europas höchster Vulkan. Ja, heute ein bisschen in einer Wolkendecke eingehüllt. Soll uns nicht abhalten, ab zum Auto, wir ballern da jetzt hoch. Da ist der gute Wagen, hat ein paar Tage Pause bekommen zum Durchschnaufen hier. Oh, wir werden gefilmt, der Wächtermodus, er ist sehr aktiv. Einbrecher. So, mitten in Sizilien, überschön die Insel. Nur noch 28%, nicht so schön, also Reichweitenangst ist nie so schön. Aber Philipp, wo will man auf keinen Fall Reichweitenangst haben? Auf dem Vulkan. Auf einem Vulkan, auf dem höchsten Vulkan Europas, lieber nicht. Und zack, Mobility Plus App aufgemacht und wo ist die nächste Ladestation? Einfach um die Ecke. Ziel erreicht. Nein. Ein anderer hat vor uns das Ziel erreicht. Was denkt er, wer er ist? Und ja, der lädt jetzt auch DC. Wir würden natürlich auch gerne DC laden. Du hast das Ziel erreicht. Mal schauen. Mal kurz die Situation abklären. Hey. Oh, you're done charging? Yes? Nice coincidence. Cool, awesome. Also, wie viel Glück kann man haben? Die sind einfach gerade fertig geworden. Hallo. Hallo. Das läuft, Philipp, ne? Das war noch nicht rausgeschnitten. Also, super nett. Die beiden Mädels arbeiten scheinbar für Coca-Cola und die haben Elektroautos. Die haben jetzt hier 20 Minuten geladen und machen sie jetzt. Filmst du jetzt auf Sysbe, während ich meinen PIN eingebe? Das habe ich nicht geschafft. Und jetzt sind wir dran. Also, alles cool. Dann gehen wir Mittagessen. Ich habe Überhunger. Und Philipp hat sowieso immer Hunger. Da muss man gar nicht fragen. Lüge. Die Kolleginnen gerade hatten ja den Shademo-Stecker benutzt, weil sie einen Nissan Leaf fahren. Und ich halte einmal die MBW Mobility Plus Ladekarte hin und wähle dann CCS aus. So, hinten habe ich schon aufgemacht und einmal eingesteckt. So. Rein damit, fang an zu blinken und es funktioniert halt jedes Mal. Ey, es ist wirklich ein Segen, dass man mittlerweile mit der deutschen Ladekarte auch in Italien, also davor konnte man ja auch schon in Österreich, in der Schweiz und jetzt eben auch in den Niederlanden, in Frankreich und in Italien Ladestationen verwenden. Also über 100.000 Ladepunkte mit dieser kleinen Karte und eben der Mobility Plus App von der MBW. So nice. Lädt er sauber, er lädt sauber und wir laden jetzt unseren Magen auf mit der 100. Pizza- oder Pasta-Portion. Boah, ich kann keinen Weizen mehr runter. Ich krieg keinen Weizen mehr runter. Und dann bekommt man noch zur Vorspeise so ein bisschen so Weißbrot, das man ins Öl tunkt, nur um dann noch mehr Weizen zu essen. Ich habe Lust auf irgendwie Spinat oder so, weißt du, einfach so Gemüse. Ich habe Lust auf Spinat mit Grünkohl auf Brokkoli. Ja, genau so. Überbacken mit Paprika. Wir haben Kartoffeln erwischt. Oh mein Gott, eine Kartoffel. Und das Auto lädt direkt da, also besser wird's nicht. Oh, der Zoom der neuen Kamera. Ach, ein Traum. Träumchen. Nein, nicht durchfahren. Nein, ich zoome doch hier gerade. Oh. Wenn ihr schon lange hier auf elektrisiert dabei seid, dann wisst ihr, dass meine Reisevorbereitung immer sehr, sehr, sehr stümperhaft bis nicht vorhanden ist. Deswegen gehen wir jetzt einfach ein. Ätna. Und hoffen, dass wir beim Ätna ankommen. Philipp, hast du eine bessere Idee? Googeln, konsultieren. 1,5 Stunden. Wir müssen hier einmal rumfahren. Das ist direkt hier nebenan eigentlich. Boah. Wir fangen an zu klettern. Es geht bergauf. Philipp, weißt du, wie hoch? Also unser Hotel ist jetzt ziemlich auf Meereshöhe, ne? Was glaubst du, wie hoch der Vulkan ist? Boah, ich würde schätzen, gar nicht mal so hoch. Vielleicht so 1,6. Kannst du verdoppeln. 3300 irgendwas. 3300 ist der groß? Laut Wikipedia.
laut Wikipedia. Das hätte ich nicht gedacht. Du warst immer als Kind, ne? Ja. Was? Für meine Eltern, das ist schon echt 20 Jahre her. Okay. Nee. Was hast du für Erinnerungen? An Italien sehr viele. Wir waren viel in Italien, viel in Frankreich. Oh, ich komme aus einem sehr guten Elternhaus. Wir hatten ja 30%, ne, und du meintest, oh, wir müssen doch gar nicht laden, ist doch nicht so weit, das ist doch der Vulkan. Das ist nämlich das Problem. Das Energieprofil zeigt, wenn man hier bergauf fährt, dann geht der Verbrauch richtig saftig nach oben. Also jetzt hier zum Beispiel, da sind wir irgendwo in der Ebene gefahren die ganze Zeit und dann hier jetzt eben müssen wir tausende Höhenmeter hoch. Also wir waren zusammen, wir haben gerade nachgezählt, auf 6 Vulkanen schon. Ich davon 0, Philipp davon 6. Also für mich ist das hier sehr neu. Und die Landschaft hier ändert sich gerade. Und wir sind wirklich hoch mittlerweile. Aber hier immer noch ziemlich viel Vegetation, Philipp. Ist es typisch für deine 6 Vulkane? Fruchtbarster Boden. Fruchtbarster Boden, sagt er. Ist schon saugeil mit dem. Man darf hier auch 90 km/h fahren, ne? Dann können wir es auch probieren. Es macht schon echt Spaß, ne? Das Tür muss natürlich immer hier auch gut bremsen. Also rekuperieren wir ein bisschen, aber auch viel mechanische Bremse verpufft einiges Energie. Aber dann kannst du mit dem Tesla auch hier wieder geil raus beschleunigen, wenn es kurz gerade wird. Und dann in die Serpentina an der See. Vater. Geil, 2 Minuten sind wir da. Das ist krank. Wir sind, ich würde sagen, locker 1000, bis nicht 2000 Meter hochgefahren. Digga, der Typ strampelt das. Wie viel Respekt. Der war auch nicht jung. Der war safe doppelt so alt wie wir. Er war, nee, das ist ja auch schon, ist ja auch schon Mitte 60. Verdammt bin ich alt geworden. Aber der war safe über 50. Oder? Ja. Alter, Maschine. Maschine. Maschallah, Maschine. So, jetzt sind wir schon fast oben angekommen. So ganz oben gibt es gar nicht. Man kann sich überlegen, wo man anfängt hochzusteigen. Aber leider macht uns das Wetter gerade einen Strich durch die Rechnung. Das Wetter. Echt schade. Du siehst links unten das Meer und da sieht es einfach nach Sommer aus. Da ist Sommer ein Grad. Oh, geil. Karte. Ja, also, schau mal, da vorne ist ein Parkplatz. Gut. Und lass uns doch Kaffee trinken, ja, und lass auf zu regnen. Ja, genau. Ich werde irgendwie eine Vulkanerfahrung gemacht haben. Deswegen gehe ich jetzt hier einmal hier drauf. Oh, yes. Das ist ein richtig authentische Vulkan-Feeling. Oh ja. Okay. Einmal hier die getrocknete Lava hier. Wir sind oben jetzt hier auf diesem riesen Parkplatz mit Cafés und so. Und ich dachte mir so, geil, wir sind mit dem Elektroauto hochgefahren. Wie cool kann man sein? Irgendjemand ist mit dem Taxi hochgefahren. Vor uns einfach ein Taxi. Auch ganz stabil. Bitte einmal hoch zum Vulkan. Ja, ich habe zu viel Geld. Nee, aber war okay, hier hochzufahren. Shit, es regnet halt. Und wir haben Mückenstiche. Es kommt gerade alles zusammen. Und es ist hier echt auch sehr kalt. Wirklich kalt. Und mir wird nicht so schnell kalt. Aber es ist sehr kalt. Mir wird schnell kalt. Was erwarten wir auch bei 3000 Metern? Yeah. Im Oktober. So. Ja. Shit. Ja. Philipp hat sich mit Essen versorgt und die Gruppe mit Informationen. Sprich zu uns, wenn der Pfannkuchen aus deinem Mund verschwunden ist. Philipp liebt Süßes. Also, es soll nicht unbedingt besser werden draußen. Und gestern ist scheinbar das erste Mal geschneit. Deswegen ist es besser hier drin. Ah, clever. Wie weit ist die Wanderung bis nach oben? Ich weiß es nicht, wie weit. Aber es war ein gutes Stück. Aha. Also ich glaube, so eine Stunde pro Strecke. Fuck no. Und ich habe jetzt schon nasse Füße, ey. Nach dem bisschen. Puh. Kategorie Fail. Mhm. Cheers. Die Laune ist schon ein bisschen im Keller. Die Laune, sie war schon mal höher. Die war schon mal besser.
Das Model 3 ist ja schon auch ein schönes Auto, ne? Ich finde das Model S deutlich schöner, aber hier immer. Meine Güte, das Glasdach hier. Wenn da so ein bisschen Regen drauf kommt, ah, wie schön es hier schimmert. Rötlich, herrlich. Herrlich. Ansonsten sind wir auf der Suche nach irgendwie einem Punkt, wo man vielleicht so einen kleinen Krater sehen kann, ohne viel nass zu werden. Nebel ein bisschen zu entfliehen. Bisher sehr erfolglos. Mir egal, ob das Wetter mitspielt oder nicht, ich will jetzt einfach Ätna sehen. YouTube-Doku, weil eins muss man mit Ätna lassen, auch wenn das Wetter schlecht ist. Handyempfang, volles Rohr, 4G am Start. Fühlt es sich an, auf Europas höchstem aktiven Vulkan zu sein? Nass. What? So geil ist es hier? What? Momentan rund 3330 Meter. Da habe ich nicht gelogen. Ein anderer derzeit aktiver Vulkan in Europa ist höher. Hier sind ja tatsächlich Ausbrüche. Ich meine auch, dass ich mich erinnern kann, dass als ich Kind war, dass mal groß die Nachrichten war. Kannst du dich erinnern? In den 90ern war nicht irgendwie so ein fieser Ausbruch? Kann sein? Vielleicht? Ja, ja, einige. Auch diese Stadt da unten, Catania? Die ist, glaube ich, auch schon ein paar Mal ein bisschen erwischt. Eine Seilbahn bringt mich auf rund 2500 Meter Höhe. Oder der Tesla. Freunde, wenn irgendwas so wirklich ein bisschen schief läuft wie heute, schalte ich in so einen Trotzmodus. Ich will jetzt einfach, ich will, dass Gutes passiert. Philipp, dein Gesicht zeigt mir auch irgendwie, da geht noch was. Und ich sag jetzt auch, was geht. Gerade in dieser Doku, die wirklich sehr zu empfehlen ist. Und bitte verklagt uns nicht, dass wir ein paar Aufnahmen zeigen. Wir verlinken es auch gerne in der Beschreibungsbox. Scheinbar ist der Vulkanboden hier sehr, sehr gut. Und hier kommen gute Weine her. Philipp, hol bitte noch ein Handy raus und such uns einen Winzer raus. Wir gehen jetzt Wein trinken. Ich kaufe jetzt mehrere Kästen Ätna-Wein, wenn ich sonst schon nichts gesehen habe hier. Wir retten den Tag noch, keine Sorge. Kein Empfang. Du hast keinen Empfang? Nee. Tesla hat vollen Empfang. Ich hab Echt? Also mein Handy hat auch keinen Empfang. O2 can do, baby. Ich will genau von ihr einen Wein kaufen, bitte. Das ist nämlich Teil ihres Lebens. Und Teil unseres Geschäftes. Wir sind hier aufgewachsen. Kannst du, Gina? Er ist Teil unseres Lebens. Kannst du bitte Gina Russo Ätna Wein? Wenn wir jetzt von deren Wein kaufen, dann war der Tag ein Erfolg. Gina, willkommen. Wir kommen. Hast du gefunden? Ja. Geil. Also, Gina Russo, man findet sie. Sie haben ein berühmt-berüchtigtes Weingut hier, direkt am Ätna. Nur die Webseite sagt leider nicht viel. Tolle Webseite. Ich habe Artikel über sie gefunden. Man kann auch ihre Weine bestellen. Nein, nein, wir holen die ab. Da. Da. 21 Kilometer. Einmal hier voll durch den Krater durch. Wir haben das Energieprofil aufgerufen. Also wir haben auf dem Weg nach oben richtig Energie geblutet. Jetzt geht's eigentlich nur noch bergab. Ja, wir sind wahrscheinlich so auf 2000, 3000 Höhenmetern. Die fahren jetzt komplett runter. Wir fangen bei 43% an. Philipp, weißt du, was rekuperieren ist? Ja, klar. Okay. Wir werden also viel Energie zurückgewinnen, ne? Ja. So, wie viel Prozent, glaubst du, haben wir, wenn wir unten sind? Boah, ich überlege so auch schon mal. Ich hab so wenig Tesla-Erfahrung. Oh. Ist auch wirklich schwer. Also auch ich kann jetzt nicht so gut. Ich habe was 46? Im Kopf. 46? Nee, ist zu wenig. Mehr. Über 50, sage ich schon. Über 50? Ja. Ich sag 54. 54, sage ich. Du sagst 46. 46 gesagt, ja. Okay, schauen wir. Ich schaue, wie viel rekuperieren. Gib ihm. Ja. So, jetzt hier nochmal Energie ausgegeben, aber gleich, wenn ich einmal beschleunigt habe, dann werden wir jetzt eigentlich nur noch hier grün sehen, weil ich hier in den ganzen Kurven halt schön vom Gas gehe und Energie uns zurückhole. Das erste Prozent ist nach der zweiten Minute Abwärtsfahren rekuperiert. Success. Und hier schön grün, ne? Aber ganz ehrlich, ich dachte, es geht ein bisschen steiler bergab. 44. 44, ja, okay. Eieieiei. 46 ist echt zu wenig, glaube ich. Diese Wette werde ich mal wieder haushoch verlieren. Ja, ich weiß nicht. Ich dachte ehrlich, dass es steiler geht. Ich hatte steiler Erinnerung. Stand jetzt hat Philipp genau recht. Aber wir sind noch lange nicht unten. Ich glaube, die 50 knacken wir Show. Die 50 knacken, ne? 50% sage ich, gehen auf jeden Fall voll. Ob es auf 54 hochgeht, will ich mich nicht festlegen. Aber ich fühle mich gar nicht so schlecht mit meinem Guess. Hast du schon gemerkt, dass ich die Heizung ein bisschen dosiert habe? Jetzt fängst du an zu frieren. Ja. damit wir weniger Strom verbrauchen. Schaut ihn euch an. Ich brauche ein bisschen irgendwas. Ich muss heute. Seht ihr diese Street Smartness hier? Das ist Street Smartness. Ja, gut. Dann
gewinnen mit deinen Mogeltricks. Ja, ich brauche einen Sieg heute, Philipp. Ich brauche einen Sieg und einen Rotwein. Okay. Beides am besten. Ja. Das wird ganz schön knapp, ne? 17:12 sagt Navi. Und der Bus da vorne, der meint heute keinen Wein für uns. Ich glaube auch, 17:30 machen die zu. Ich kann mir vorstellen, dass es genau unentschieden ist, dass wir auf 50 landen. Mhm. Dann waren wir beide gleich weit weg. Hoffen wir das Beste für unsere Freundschaft. Ah. Pass auf, willst du jetzt, wer weiter weg ist, also wenn wir bei 50 landen, sind wir gleich weit weg. Aber wenn es bei 51 ist oder mehr oder weniger, Verlierer bekommt eine Flasche Wein vom... Nee, Verlierer gibt dem Gewinner eine Flasche Wein. Okay. Ja? Ja, machen wir so. Wirklich? Ja, machen wir aber so. Aber sagen wir 10 Euro Limit. Ja, machen wir so. Ich hätte gern irgendeinen Rotwein, halbtrocken. Kannst schon mal recherchieren im Internet, was es da so gibt für mich. Halbtrocken? Ja, halbtrocken. Oh Gott, da kenne ich mich wirklich gar nicht aus. Ja, dann machst du auch Verdacht. Dann fragst du Gina. Gina, bin ich Verlierer? Muss ich kaufen? Ein guter Freund Alex, Flasche Wein. Halbtrocken. Kriegst eine Mädchentraube. Alles gut. Geschenkte Gaulschein mit ins Maul. So, hinter uns fährt ein Model X, ebenfalls in schwarz. Leider sieht man ihn nicht so gut, aber wir sind nicht alleine. Wir sind nicht die einzigen, die elektrisch auf dem Vulkan hoch sind. Oh, wir sind bei 9 so knapp. Das wird so knapp. Und jetzt fahren wir hier so ein bisschen die Zivilisation zurück. Also es geht noch ein bisschen bergab, aber nicht viel. Ich könnte mir vorstellen, ich glaube es bleibt bei 49 oder es geht auf 50 oder auf 51. Es wird super eng. Und ich glaube unentschieden ist nicht unwahrscheinlich. Es geht auf 50. Hoffe ich mal schwer. Also ich werde jetzt so sparsam fahren. Ja gut, oh, mir wird gerade sehr, sehr kalt. Also ich würde jetzt schon gerne nochmal... Es ist auch kühl, ne? Also es ist spät und da wird es ja bekanntlichermaßen auch kühler. Wir machen dann jetzt mal wieder, aber 25 Grad, also das brauche ich jetzt auch nicht. Aber wir müssen schon die regulären Rahmenbedingungen... Die Heizung an der Pisse, ey. Es wird immer weniger steil. Es wird immer weniger steil. Flasche Rotwein, du gehörst mir, würde ich sagen. Shit, ey. Das würde mich so wütend machen. Wenn ich jetzt noch mit minus einer Flasche Rotwein ins Bett gehe heute. Warum gehst du denn hier bergauf? Das haben wir überhaupt nicht gewettet. Weißt du, das Problem ist, wir fahren jetzt einen anderen Weg. Auf dem Hinweg wäre es jetzt hier noch runtergegangen. Oh, da geht's runter. Oh. Da lasse ich ihn rollen. Motorbremse, gib ihm Rekuperation 100. Oh, grün. Spring auf 50. Wenn hier einmal 50 steht, kann ich nicht mehr verlieren. Ist dir bewusst, ne? Wenn einmal 50 steht, kann ich nicht mehr verlieren. Free Roll-Up dann. Spring doch einmal kurz auf 50. Mal schauen, wie gut ich sowas timen kann, ne? Ich bin vom Gas gegangen und bleib direkt auf der Stopplinie stehen. Ist es legal, wenn ich anschiebe, Philipp? Wäre das okay? So, hier sieht man ganz deutlich, dass wir einiges an Energie gewinnen konnten wieder. Aber es geht wieder bergauf. Es geht wieder bergauf. Aber da, wo es bergauf geht, geht es auch wieder bergunter. Das heißt, wir werden am Ende sehen, ja, also wo ich wir glaube, landen. Wirklich, ich werde hier Schuldner sein, wenn wir ankommen. Jetzt geht es hier wieder bergauf und man sieht sofort, wie die Energie wieder ausgegeben wird. Ne? Aber trotzdem natürlich schon geil, dass du beim Elektroauto mit dem Rekuperieren Energie zurückgewinnen kannst. Beim Verbrenner, der würde eben einfach die ganze Bewegungsenergie verbremsen, dann über Reibung in Wärmeenergie und zack, vom weg. Und hier beim Elektroauto, ne, kann der Motor praktisch aus der Funktionsweise umdrehen, dann als Generator wirken und die Bewegungsenergie wieder in Strom wandeln und den in den Akku speichern. Und am Ende haben wir eben dann 49% gehabt, aber nicht 54 und auch nicht 50 und jetzt geht es auch noch bergauf. Wir sind bei 47%, Philipp. Kurze Pipi-Pause und der Frust und die verlorene Wette ist längst verflogen. Wie schön ist bitte diese Insel. Der Vulkan immer noch so ein bisschen in einer Wolkendecke eingehüllt. Und hier wachsen dann die Oliven sowie der Wein. Das ist eine schöne, schöne Naturallianz. Schöne Kombination. Der träumt schon von seiner Flasche Wein. Oh, gratis Wein. In einer Minute sind wir da. Jetzt mal da. Unter den Oliven. Ich will ja nichts sagen, Philipp, aber... Bisschen menschenverlassen sieht's hier aus. Wo ist überhaupt der Eingang? Wo sollte er überhaupt sein?
Gina? Da sind noch zwei Autos da. Also irgendjemand ist ja hier. Wer will Geld? Philipp hat geklingelt. Geht so eine Frauenstimme ran. Er so, hallo, das ist Philipp. Are you Gina? Ja. So, ah, wir haben dich im Fernsehen gesehen. Wollten vorbeikommen und Wein trinken. Wie geil. Was sagt sie? Geile Aktion, Mann. Geil, dass sie auch gleich gesagt hat, dass wir sie im Fernsehen gesehen haben. Dass ich ihm Flirt angehört. Hallo, hier ist Philipp. Ich habe dich im Fernsehen gesehen. Ich wollte fragen, ob wir vielleicht einen Wein trinken könnten. Entschuldigung, du sahst echt gut aus. Grazie, Gina, ciao. Ciao. Ja. Ciao. Grazie, bye bye. Oh, es war schön, sie war nett. Ich bin wieder 100 Euro ärmer und ein Teil davon 18 Euro, weil es gab nichts unter 10, geht an den Tesla-Experten, den Elektroauto-Rekuperations-Spezialisten Philipp Friedrich Zentner. Hey, hey, hey. Und wir schauen uns nochmal die Leute. Ja. Vielen Dank, vielen Dank. Ich bin sehr geehrt. Danke auch. Danke fürs Spielen. Danke fürs Spielen. Und wir schauen uns noch einmal hier kurz die sonnigen Hügel an. Und ich will einmal hier im Abendlicht. Und hier im schönen Abendlicht, eben woher der Wein herkommt. Tja, mein Tesla hat mich heute im Stich gelassen. Ich kann es nicht anders sagen. Meine Schätzung war vielleicht auch einfach zu optimistisch. Und, muss man wirklich auch sagen, ich schwör's euch, wir sind noch weiter hochgefahren auf dem Hinweg. Wir sind aber eine andere Route gefahren zu diesem Weingut eben, was eben auch noch relativ hoch gelegen ist. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass wenn wir denselben Weg runtergefahren wären, dass ich hier den 18 Euro Wein bekommen hätte und nicht andersrum. Aber ich bin ein guter Verlierer. Der Wein ist gut. Ich habe ihn natürlich brav ausgespuckt, weil ich jetzt wieder Auto fahre. Aber ich freue mich drauf, ihn in Deutschland irgendwann zu trinken. Und Philipp sei auch seine Flasche gegönnt. Bam. Naja, wie sagt man so schön, manchmal verliert man und manchmal gewinnen die anderen. Es war trotzdem ein richtig schöner Ausflug und es ist halt einfach toll, dass du auf Sizilien, wo es eben keine Tesla Supercharger gibt, mit der MBW Mobility Plus Ladekarte und App dein Elektroauto zuverlässig vollladen kannst. Okay, nächste Woche geht's weiter mit dem langen Rückweg, den wir dann antreten werden. Schalte gerne wieder ein. Bis dann. Ciao.